Hallo liebe Wurzelfreunde, heute zeige ich euch meine kreierte Creme mit von mir zusammengestellten Zutaten, mit denen ich extrem gute Erfahrung auch bei Neurodermitis gemacht habe. Und Hintergründe über die einzelnen Zutaten über Neurodermitis, das erfahrt ihr im nächsten Video über Neurodermitis und auf meinem Blog schreibe ich euch da auch schon ein paar Hintergrundinformationen rein. Heute möchte ich euch einfach nur zeigen, wie ihr diese Creme selber machen könnt. Fangen wir an! Wir starten auf jeden Fall, indem wir unsere komplette Schüsseln, die wir verwenden, unseren Schneebesen, Löffeln, alles was ihr verwendet an Geschirr und Behältnissen, werden neben wahnsinnig gut abgewaschen auch unbedingt desinfiziert. Ihr könnt es mit Essig auswischen, mit Alkohol, egal was, das ist ganz wichtig. Wir haben auf jeden Fall, wir brauchen Kokosöl, Wasser, Aloe Vera Gel. Dann braucht ihr einen Emulgator. Ich verwende heute Lanolin, aber ich möchte unbedingt ein Rezept auch machen mit Kokosmilch und anderen Emulgatoren. Bienenwachs, ihr könnt stattdessen zum Beispiel auch Kakaobutter nehmen und das Vitamin B12 Pulver. Das hat eine rosa-rötliche Farbe. Genau, das sind auf jeden Fall die Grundzutaten. Wie gesagt, die kann man variieren und ich werde euch auch weitere Videos mit verschiedenen Zutaten für Cremen machen. Ich gebe jetzt hier ins Kokosöl, in den Kokosöl-Diegel, weil bei mir die Menge, die ich gebraucht habe, noch drinnen war. Deswegen hat sich das angeboten. Ihr könnt das ansonsten in ein, in ein Gefäß geben, das feuerfest ist. Also sprich, wenn ihr das ins kochende Wasser stellt, nicht platzt. Da rein gebe ich jetzt meine Fettzutaten, sprich das Bienenwachs und das Aloe Vera Gel habe ich mich entschlossen nicht reinzugeben, weil es ja sehr, sehr hohe Wasserbasis hat. Und ihr müsst das Vitamin B12 sowieso mit Wasser mischen. Ich habe es hier einfach ins Aloe Vera gegeben, weil ich das Aloe Vera Gel nicht erhitzen wollte und habe es gemischt. Ja, Vitamin B12 ist wasserlöslich, deswegen mischt man das mit Wasser und das kommt nicht in das heiße Wasserbad. Ich habe jetzt hier meinen Emulgator, eben das Lanolin, auch dazugegeben in das Gefäß mit den Fettzutaten. Und das ist eben ein Grundvorgang generell, wenn ihr Cremen selber macht. Ihr braucht ein Gefäß mit den Fettzutaten und in eines gebe ich in dem Fall jetzt das Wasser, weil das ist meine einzige wässrige Zutat. Und dann nehmt euch einen Topf mit kochendem Wasser und stellt die beiden Gefäße hinein. Es geht nämlich darum, dass die dieselbe Temperatur haben und dass sich die Fettzutaten gut auflösen. Das heißt, da rührt ihr einfach so lange, bis sich alles schön aufgelöst hat. Ich habe mehrere Rezepte gesehen, wo Leute mit Thermometern arbeiten und das langwierig anpassen, die Temperatur. Es ist einfach einfacher, wenn ihr das im selben Topf erwärmt. Dann kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Ja, die Fettzutaten, die gebe ich jetzt in eine eigene Schüssel, damit das schneller abkühlt und in einen Topf mit eiskaltem Wasser. Ihr könnt auch Eiswasser reingeben. Und jetzt rühre ich mit dem Schneebesen und gebe langsam Schluck für Schluck das Wasser hinzu. Da ist wichtig, dass ihr einfach wirklich viel rührt, damit das gut emulgieren kann. Und ihr könnt zum Beispiel auch, um es einfach euch einfacher zu machen, einen Stabmixer nehmen. Oder ihr rührt das Ganze, bis es eben abkühlt und immer eine dicklichere Konsistenz bekommt. Soll so sein wie Mayonnaise machen. Ich habe zwar Mayonnaise nie selber gemacht, aber ja, ist in Wahrheit nicht viel anders. Ja, und während die Creme abkühlt, rührt ihr das Ganze und gebt auch das Aloe Vera Gel und mit dem Vitamin B12 natürlich dazu. Und ja, die schon fast abgekühlte Creme gebe ich jetzt in meine Diegeln, die ich vorbereitet habe. Und stellt sie, ihr könnt sie in den Kühlschrank stellen oder auch draußen stehen lassen. Die wird auf jeden Fall über Nacht noch ziemlich fest. Das heißt, lasst euch nicht beirren, wenn das jetzt noch ein bisschen flüssiger ist. Ja, das ist die fertige Creme. Im Kühlschrank ist sie mir ziemlich fest geworden. Das heißt, ihr könnt sie ruhig draußen stehen lassen. Aber durch das Kokosöl wird das auch schnell wieder flüssig beim Verschmieren. Ja, das ist auf jeden Fall das Creme-Rezept. Wie gesagt, gerade bei Neurodermitis kann ich es sehr, sehr empfehlen. Wundert euch nicht, wenn ihr die richtige Menge Vitamin B12 nehmt, die ich euch in die Videobeschreibung schreibe, dann wird die Creme ein bisschen rötlich bzw. rosa-rötlich. Ich habe hier einfach viel zu wenig verwendet. Und ja,
genau, das war es auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss!